Das ist ein Toronto-Mann. Wenn es anfängt, sich zu drehen, geht es rund. Pass also auf. Ja, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon All-Star Rumble. Und im letzten Part haben wir Vibon freigeschalten und haben die Fabrikstadt erreicht und treffen hier auf Toronto-Mann. Digitation ist bei einem starken Gegner eine gute Taktik. Ich eine EP-Anzeige voll drücke zusammen R1 und L1. Okay, wir sollen uns digitieren. Dann machen wir das mal. Toronto, man kennt man vor allen Dingen aus der Serie. Lol. Destroyed. Toronto, man kennt man vor allen Dingen aus der Serie, weil er eine ziemlich lustige Story hatte, denn er hat mal gepinkelt in der Serie und das hat... Oh, noch eine Digicard. Oh, Salomon. Die Vorentwicklung von Gatomon. Digikarte Salomon. Seltenheitswert C. Typus Serum Angriff. Du kannst hier Agumon ausrüsten. Das macht man natürlich auch. Nein, nein. Ich will die Digikarte ausrüsten. Ah, okay. Hier sieht man. Gegnerische EP um 60 gesenkt. 2000 TP werden hergestellt. Ich lasse mal erstmal Gumamon. Und das hatten, verdammt. Genau, Davis und Vimon betrachtet, wie Torontomon gepinkelt hat. Und ja, das fand Torontomon natürlich nicht so lustig, wie Davis und Vimon da zugeguckt haben, wie Torontomon gepinkelt hat. Hat die beiden denn angegriffen und während des Kampfes hat sich dann Vimon digitiert zu Ex-Vimon. Und das war dann halt das erste Mal, dass Vimon sich nicht in einem Dingens Spirit-Digitation. Wie hieß die Digitation? Wie zum Beispiel hier. Ihr wisst schon, was ich meine, hier das mit den Eiern da. Hey, ich wisst schon, ja, Ei des Mutes und dann konnte sich Vimon zu Flame Dramon digitieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Und hier treffen wir auf Tentomon. Hallo, Agumon. Du nimmst auch am Turnier teil? Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier im Turnier treffen werde, Tentomon. Willst du den Sieg für den bestimmt dazu benutzen, dein Glück zu finden oder so, stimmt's? Was? Naja, eigentlich egal. Ich werde dich mit den Samthandschuhen. Ich werd dich nicht mit Samthandschuhen anfassen. Nur weil du mein Freund bist. Die gegen das Digimon kämpfen. Aber hallo. Schadensrennen? Richte innerhalb eines Zeitlimits genug Schaden an. Okay. Dann machen wir da mal hier ein bisschen Damage. Okay, so assi werde ich nicht sein, Tentomon. Oder doch? Nein. Okay, jetzt kämpfen wir mal richtig mit Tentomon. Oh, er hat sogar meine Attacke ausgewichen. Nicht schlecht. Aber wir kommen gut rein in den Kampf. Nicht so wie gegen Vemon, wo wir eigentlich ziemlich abgelöst hatten. Und Tentomon ist sogar schon fast besiegt, Alter. Okay. Oh, okay, cool. 20 TP werden wieder hergestellt. Oder 2000. Ein bisschen. Nein! Das war eine gute. Okay, das hat. Okay. Muss man sagen, das hat Tentomon jetzt ziemlich gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Dass er das sehr clever gemacht hat. Und. Ah! Wow. Wow. Oh, Alter, okay. Tentomon muss dir lassen, dass du nicht schlecht wirst. Okay. Alter, der macht mich jetzt kaputt. Er fällt fast in die Höhle. Nein, jetzt digitiert er auch noch. Boah. Aber er ist gestorben. Oder auch nicht. Ah, das Heilung. Das Heilung! Er hat sich zu mega kaputt. Ja, genau. Komm, jetzt komm her. Jawohl, jetzt mache ich dir wieder schön Damage. Du kommst da nicht an das Essen. Das werde ich nämlich richtig schön verhindern. Jawohl, jetzt Planetenkraft. Jetzt hat es mal funktioniert. Planetenkraft und verbiss dich. Da. Nein, jetzt fängt es wieder an zu winden. Und ich habe ihnen das Item weggeschnappt. Gibt es hier noch ein Item?
Wow, also, oh, Alter, der hat echt gute Attacken drauf, der Tentoma. Aber trotzdem werden wir dick. Alter, der hat vor allen Dingen auch einen richtig schönen Schadensumfang, muss man echt sagen. Also, Tentomon geht gut ab. Und er hat sogar mal eine Attacke aufgegeben. Also, Tentomon spielt gut mit. Aber nach seinen Attacken. Oh, da kann man sich digitieren. Nein, ich bin tot. Nein! Das ist Arsch. Das wollte ich mir jetzt nehmen, Tentomon. Nein, ich will jetzt nicht sterben. Böser. Alter, der hat echt gute Attacken drauf. Vor allem mit seiner Mega-Attacke. Das ist echt OP. Also, der ist echt OP. Der. Nein, der kann sich schon wieder digitieren. Scheiße, jetzt bin ich nochmal gestorben. Oh, weil. Alter, wie dann will er sich denn noch digitieren? Nein, das nehme ich mir, das Item. Nee. Jawohl, jetzt Winterattacke. Jetzt machen wir hier einen richtig schönen Damage. Also es war am Anfang sehr ziemlich zuversichtlich, aber mittlerweile hat Tentomon sich gut zurückgekämpft. Aber jetzt, jawohl, jetzt kommt Plan. Komm. Alter, ich treffe ihn nicht. Bleib stehen. Ja? Ja! So, jetzt haben wir ihn aber gleich. Und besiegt! Alter, der war echt gut. Alter, wir haben noch 37, den hätten wir das nächste Leben abgezogen bekommen. Spannender Kampf, aber wir haben gewonnen. Es war echt spannend, der Kampf, muss man echt sagen. Weil ja, es war echt klar besser, hatte auch einen deutlichen Vorsprung. Tentomon ist jetzt ein spielbarer Charakter. Haha, ich habe gewonnen. Hm, du warst wohl zu stark für mich. Hey, noch ein Ratschlag. Vorsicht bei Digimon, die dir bevorsteht. Es war wirklich komisch. Hatte ein Mikrofon in der Hand. Aber ich habe gesehen, dass es stark ist. Okay. Da ist der nächste Teleporter. Wir speichern aber. Und der Part ist zwar noch nicht vorbei, aber ich muss jetzt mal einen kurzen Schnitt setzen, weil ich habe ja gerade gehört, dieses Ja von mir. So, weil meine Mutter mich gerufen hat und ich würde sagen, wir beenden jetzt das erstmal und wir sehen uns dann gleich wieder. Also für mich ist es jetzt, wird es ein paar Stunden vergehen und für euch sind es jetzt noch ein paar Minuten. Hi Leute, und da bin ich auch wieder. Wir haben gerade Tentomon besiegt und wir wollen in den nächsten Level. Nochmal speichern und dann geht es weiter. Wir spielen ja immer noch den Story-Modus zusammen mit Agumon. Wir sind immer noch in der Fabrikstadt und Kapitel 3 abgeschlossen. Neue Trophy. Nun, das Turnier schreitet weiter voran. Wie es aussieht, sind vor allem Agumon, Gabumon, Gatumon und noch einige andere Top-Titelwärter. Es wird der Sieger sein. Wer wird der Sieger sein? Finden wir es heraus. Und damit meldet sich niemand ab. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht alle Charaktere direkt im Story-Modus bekommen. Oder ob man vielleicht mit verschiedenen Charakteren spielen muss und select mal wieder. Ich weiß immer noch nicht, woran das liegt. Also, ich spiele es schon ziemlich strange, dass es hier einfach mal lenk tut. Finde ich natürlich jetzt nicht so geil. Oh, es gibt anscheinend ein kleines Rätsel. Ja, scheinbar schon. Und wir müssen hier von Plattform zu Plattform jumpen. Das ist natürlich cool, dass es hier kleine Rätsel gibt. Und das tat mal gerade richtig war. Und da vorne ist Shortmon. Und nervige Gegner. Und kleine Flamme. Shortmon kennt man aus Digimon Fusion. Und wow. Wer bist du denn? Das ist Heilumon. Ein einäugiges Digimon. Mit einem sehr starken rechten Arm. Und das heilige Feuer, das es speit, kann Material zum Schmelzen bringen. Sei vorsichtig, wenn du kennst. Danke. Das hat echt nur ein Auge. Wow, okay, das Vieh kann wirklich. Hat wirklich einen harten Feuerstrahl. Wow. Ah, ist schon tot. Lol. Das hat nicht gerade lange überlebt. Wir haben es schnell
gekielt, wenn man mal so sagen darf. Hier ist Sprungknopf, das ist schön. Kisten befinden sich aber nicht hier. Das ist komisch, bei manchen leckt es denn und bei manchen leckt es denn nicht. Das ist strange. Und hier haben wir eine große Truhe mit einer Digikarte und Lucimon. Lucimon! Seltenheitswert C. Typus Serum. Verteidigung. Kann mit Akuma ausgerüstet werden. Das machen wir doch mal. Und ich habe auch gerade gesehen, Verteidigung. Kein Effekt. Wunderbar. Aber jedenfalls haben wir es ausgerüstet. Wir können es ja immer wieder ausrüsten. Und hier befindet sich um ein Schalterding. Schalten wir mal um. Ja. Und da vorne ist Schockmon. Ja, ich versuche mal noch gegen ihn zu kämpfen. Ich hoffe, das kriegen wir hin in diesem Partner. Glückwunsch an alle Digimon, die es bis hierher geschafft haben. Ihr steigt jetzt alle in das Maschinen-Digimon Lokomon und fährt zum nächsten Auftragsort. Allerdings erhält jeweils nur ein Digimon jede Paarung ein Ticket. Viel Glück beim nächsten Kampf. Okay. Das heißt, wir dürfen uns nochmal battlen gegen Schautmon und der Sieger darf dann mit Lokomon, ein Digimon, was ich kenne, tatsächlich zur nächsten Stage fahren. Wir speichern jetzt, ich sagte, wir speichern ab und überschreiben. Ah, könnte knapp werden. Könnte echt knapp werden, aber ich versuch's. Oder, genau, ich habe schon eine Idee. Was? Du willst mich, du willst also auch schreien. Was? Du willst mich also auch schreien hören? Wie? Dieses Digimon habe ich noch nie vorher gesehen. Hi, ich bin Agumon. Wie heißt du? Ich bin Shortmon. Ich bin der König der Digimon. Möchte ich werden. Du bist ziemlich selbstsicher, das gefällt mir. Okay, Shortmon, lass uns kämpfen und herausfinden, wer von uns der Stärkere ist. Möchtest du gegen das Digimon kämpfen? Ja, aber erst im nächsten Part. Bis dahin, Leute, und ciao.